nächstes Fahrerlevel, weil dann gibt es immer so heftige Prozente. Ja. Nicht Prozente, sondern, ja doch, Prozente. Ich würde sagen, Rabatte. Bist ein Wahnsinnsfahrer. Beeindruckend. So. Ihr könnt schon mal den Champagner kaltstellen. Wir haben einen super Job. Und du bist der einzige Fahrer, der das schafft. Der Kunde braucht 6 ganz spezielle Fahrzeuge. Der Haken ist mit dem nächsten Schiffstransport. Also haben wir 48 Stunden, sonst platzt das Ding. Frag mich! Halt doch die Klappe. Unsere Rose wird dir alles erklären. Die schon wieder. Port Crescent, einer der größten Häfen der Welt. Hier wirst du meine Wagen finden. Pass auf dich auf und erreg kein Aufsehen. Erfülle G-Max Aufträge sofort. Die Zeit läuft ab. Wenn wir keinen Hinweis auf die Lieferung kriegen, wird die Spur kalt. Okay. Ja, nanu. Kann ich nicht doch hier wagen. Weil dafür nehme ich dann mal wieder den Porsche. Ich dachte nämlich echt, der Lotus war ja in der Höchstgeschwindigkeit schon ziemlich kacke, oder? Wobei, ich habe den auch jetzt nicht getuned. Ja, doch, der ist eindeutig der Beste. Das beste Pferd im Stall. So, und jetzt, Leute, langsam wird's ernst. Ich hoffe nur nicht, dass es das Ende der Karriere, weil, also was, ich rede immer von Karriere, Ende vom Spiel, weil das Spiel macht schon ziemlich Bock. Ich hoffe euch auch. Das wäre ziemlich schade, wenn jetzt schon so langsam Ende wäre. Aber okay, spezieller Job, fettes Ding. Das verspricht einiges an Aufregung. Oh, Corvette, geil, geil, geil. Und ich hau das Ding erstmal gegen eine andere Karre. Und die Bobbys kommen schon. Okay, okay. Scheiße. Ich wollte gerade sagen, okay, okay, läuft. Ja, sehr gut. Okay. Ich bin bereit. Ich bin bereit, ich bin bereit. Wie lange ist es noch? Wow. Jump it. Ey, jump it up. Nee, das ist Game Pump It Up, oder? Keine Ahnung. Ich sag jump it up. Ey, jump it up. I don't know. Jump it up. Don't you know überhaupt den Weg? Oh oh. Genutzt. Oh, das ist schon der nächste. Also wenn ich bei der Garage bin, dann ist safe, oder was? Shit. Kommt aber keiner hinterher hier, so wie das aussieht. Das Spiel ist auf jeden Fall doch äußerst realistisch, was das Schadensmodell angeht. Weil bei so einem Unfall. Wir haben mehrere Beschwerden über eine Gruppe gefährlicher Raser. Die Beschreibung passt auf gesuchte Code 6 Objekte. Verdächtige Fahrzeuge wurden zuletzt gesehen unterwegs nach Osten, ja, Richtung Osten, auf dem Canyon Highway. Kannst du bitte eine Einheit melden und zum Einsatzort begeben? Kannst du mal die Fresse halten? Ja, das kannst du aber laut sagen. Ich wollte gerade Feierabend machen, aber wenn ihr mich braucht, bin ich dabei. Wir sind dabei. Teamarbeit. Ich bin dabei. Teamarbeit.
Wie hießen die nochmal? Die hießen Wonder Pets oder so. Wonder Pets. Und die Ente hieß Ming Ming. Alter, die Sendung habe ich früher geliebt. Und mit früher meine ich, als ich so 15 war. Das war immer so komische. Warte mal, das war ein. Ich glaube, das war ein Hamster, der Anführer. Dann eine Ente. War da nicht noch eine Robbe und ein Pinguin dabei? Oder bin ich jetzt vollkommen plan? Ich dachte, das war keine Robbe und ein Pinguin. Das war irgendwas anderes. Keine Ahnung. Auf jeden Fall waren es die Wonder Pets und die haben immer. Mussten die so Missionen erfüllen. Beziehungsweise Aufgaben lösen. Und die haben das immer zuerst allein versucht. Und dann immer so, ich mach das ganz allein. Dann haben die es nie hinbekommen und dann immer so, ja, wir machen das zusammen, Teamarbeit. Yeah. Ja. Alter, guckt euch mal die Karre an, wie die kaputt ist. Da sind gar keine Felgen mehr dran. Oh Mann. Oh, Raketenstätten. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, also nach so einem Unfall, dass die Karre da noch nicht im Arsch ist, das ist auf jeden Fall sehr realistisch. Und muss ich im Spiel auch als Pluspunkt anmerken, das Schadensmodell, wobei das ja tatsächlich noch geht, aber die Realistik dahinter. Oh. Oh. Das Teil gehört am Rennfahrer, den du vielleicht kennst. Hat einen Sicherheitspeilsender eingebaut. Wir haben nur ein paar Minuten, bevor er sich aktiviert. Also los! Achtung an alle Einheiten. Wir haben Meldung über einen gestohlenen Sportwagen vom Anwesen eines Prominenten in Port Crescent. Schicken euch die Details auf den Weg. Seid vorsichtig mit dem Teil. G-Man will den Wagen in gutem Zustand. Wer will den Wagen? Penis? Oh shit. Und ich habe ein tierisches Problem. Du rammst gar niemanden. Ach, scheiße, ich bin falsch gefahren. Ich muss da mal eben wenden. Oh, shit. Gestreift? Ich bin hier voller Leute rein, Alter. Alter! Nein! Ich komme nicht an euch vorbei. Alter! Da ist die Lücke. Jawohl! Jawohl! Der GTR steht im Weg. Die kommen da nicht mehr durch. Und der Heli ist auch weg. Ich werde aber nicht langsamer. Ich bin noch dabei, die abzuhängen. Jawohl. Jawohl. Damit habe ich die genatzt. Oh scheiße, da ist wieder ein Heli. Wo muss denn jetzt wieder ein Heli sein? War auf jeden Fall gut, weil die standen alle auf der anderen Seite von der Mauer. Haben sie mich nicht mehr gesehen. Aber dass der Heli jetzt hier fliegt, ist auch komisch, weil normalerweise müssten auch jetzt wieder Straßensperren kommen. Weil die ja jetzt wieder wissen, wo ich bin. Aber irgendwie auch nicht. Alter, das war mal wieder so eine glorreiche Aktion von der scheiß KI. Wir haben eine Meldung über mindestens einen Code-6-Fahrer, der von uns verfolgt wird. Einheiten, die 10-8 sind, sofort zur Verfolgung stoßen und bereithalten.